etwas speziell. So der Platz abgefuckt, runtergekommen, das Ganze drumherum. Und dann steigt eine Riesenparty. Also die ganzen St. Pauli-Fans, alleine, dass da 300, 400, 500 St. Pauli-Fans hier in Amerika sind, die Leute von überall herreisen, um uns hier zu sehen. Dann die andere Seite mit einem riesen Support, mit einer Kreativität, die seinesgleichen sucht. Das war sensationell.